Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zum DAX-Check. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Conny. Ist kalt geworden, ne? Schrecklich. Wir sind aber nicht hier, um über das Wetter zu reden, sondern über den DAX, obwohl das manchmal auch aufs Gleiche drauf rauskommt, weil sich auch nicht viel tut. Ich habe heute Morgen gelesen, der DAX ist eigentlich seit 2 Wochen extrem überkauft und es wird allerhöchste Zeit für eine Konsolidierung. Aber irgendwie will da keiner so richtig was von wissen, oder? Wir halten uns auf hohem Niveau. Es kann ja auch über die Zeit konsolidieren. Also es muss jetzt nicht unbedingt einen Einbruch geben, sondern so eine Beruhigung des Marktes kann auch über die Zeit erfolgen. Ja. Und ich hätte nichts dagegen, wenn wir uns jetzt einfach ein paar Tage, 1-2 Wochen meinetwegen auch hier in dem Bereich seitwärts bewegen und dann den Weg weiter nach oben fortsetzen. Ich sage mal so, die Voraussetzungen für steigende Kurse sind gut. Niedrige Zinsen, niedrige Gewinne, die dann eher mit einer Erholung der Konjunktur weiter dann steigen. Und wenn die Börse das vorwegnimmt, dann ist das Ganze eigentlich sehr positiv zu sehen. Wobei es ja schon relativ steil aussieht, vor allem so seit April eigentlich, die ganze Angelegenheit. Ja, genau. Also, gestern hattest du über das Fibonacci-Retracement gesprochen, das 61,8. 61,8. Das haben wir gestern überschritten, ne? Wir waren kurz drüber, sind dann wieder nach unten gefallen und jetzt sind wir wieder drüber, 12.345 genau, wenn man das Ganze auf Schlusskursbasis sieht. Ja, das sind wir wieder leicht drüber. Sollen wir mal ein bisschen weiter auseinander gehen heute? Oder? Können wir gerne. Können wir. Mal, das haben wir nämlich noch gar nicht angeschaut. Wie gesagt, Tage. Da wollen wir ja auf jeden Fall wieder hin hier, ne? Genau, also das muss man aber zusagen, das sind halt die Schlusskurse. Hier Anfang 2018 waren wir bei 13.559 und wie gesagt, wenn wir dann hier diese Bewegung um 61,8% nach oben abtragen, dann sind wir bei 12.345 Punkten und da sind wir jetzt heute leicht drüber, also schaut gut aus und die nächsten Hürden, hatte ich ja gestern schon gesagt, 12.450er bis 12.6, das wäre so der Bereich, wo wir dann hinlaufen könnten, wenn wir jetzt einfach das Momentum mitnehmen. Zahlen heute Adidas plus 7%. Also SAP war ja 12% stärker nach Zahlen. Da kam jetzt schon einiges Gutes auf uns zu. Ja. Fresenius-Familie hat die Prognosen bestätigt, EBIT übertroffen. Was war noch BASF heute? Da habe ich jetzt den Kurs aktuell nicht so auf dem Schirm, aber war jetzt auch nicht so schlecht. Also insgesamt kann man sagen, läuft. Kann man eigentlich nicht meckern, ne? Nach unten hin müssen wir natürlich aber auch noch mal kurz auffrischen, welche Marken wir jetzt da im Auge behalten sollen. Ja, der Bereich um 12.000 ist da sicherlich wichtig. 12.1 ist so eine leichte Unterstützung, die man sich im Hinterkopf behalten sollte, aber 12.000 ist die Marke, die man am ehesten auf dem Schirm haben sollte. Okay, dann lass uns doch über das Produkt sprechen, mit dem ihr gerade involviert, investiert seid. Da hat sich wahrscheinlich jetzt auch nichts dran geändert. Das läuft weiter. Zieht ihr einen Stoppkurs nach vielleicht? 10,30 ist nach wie vor der Stoppkurs, also 11% knapp drunter. Gibt eigentlich keinen Grund, da jetzt hektisch zu werden. Ja. Wir lassen das laufen. Unser Ziel war ja der Bereich um 12,50. Und da kann man mal sagen, da sind wir dann vielleicht 40% vorne. Nehmen wir mal Gewinne mit, entweder alles oder auch nur ein Teil. Aber grundsätzlich bin ich jetzt wirklich überrascht, dass der Markt sich so gut hält. Die Fed-Ansage, dass man die Zinsen nicht senken will, wird sehr schnell im Markt verschwinden. Es ändert sich nichts. Der Markt, ich habe es gestern gesagt, rechnet jetzt nicht mehr mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer Zinssenkung. Ja. Aber man rechnet trotzdem insgeheim noch damit im Laufe des Jahres. Und der Druck auf Powell könnte schon noch wachsen. Er wehrt sich gegen den Druck, der von Trump ausgeht, ist ja auch völlig richtig. Die Notenbank hat nichts mit der Politik am Hut. Die muss schauen, dass das Wirtschaftliche passt. Und so schlecht schaut es in Amerika nicht aus. Erstes Quartal plus 3,2% Wirtschaftswachstum. Also da gibt es nicht zu meckern. Ein Thema, was irgendwie jetzt ein bisschen von der Bildfläche fast schon verschwunden ist, was uns eigentlich über Monate jeden Tag begleitet hat, Handelsstreit? Kommt bald angeblich, habe ich gelesen, aber... Okay, aber die Woche war es, was das angeht, relativ ruhig, wird uns vielleicht die nächsten Wochen begleiten. Vielleicht ist das Thema irgendwann mal zu den Akten zu legen. Das wird sicherlich dann auch wieder für ein bisschen Erleichterung sorgen. Ja, umso schlimmer wäre es, wenn es nicht so kommt. Na, wir werden es. Aber wir wollen nicht unten. Nein, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Der DAX ist heute echt
nicht solide. Aus der Ruhe zu bringen, solide. Nein. Okay, dann haben wir eigentlich alles dazu gesagt, oder? Willst ich würde noch irgendwas? Sagen. Okay. Dann vielen Dank für diese Woche. Einen schönen Handelstag Ihnen, liebe Zuschauer. Anschließend natürlich auch ein tolles Wochenende und wir freuen uns, wenn wir Sie am Montag hier wiedersehen. Bis dahin.